Seit gestern Abend sind wir in Hamburg angekommen, jetzt heute im internationalen Pressezentrum FCMC, hier hinter wunderbarer Kulisse im Stadion vom FC St. Pauli. Wir werden euch jetzt einen kurzen Überblick darüber geben, was seit gestern Abend in Hamburg so passiert ist. Also insgesamt ist die Stimmung hier schon relativ angespannt. Und zwar ist es so, dass die Polizei sich nicht so wirklich um das Versammlungsrecht schert, sondern versucht, die diversen Camps, die hier versucht werden durchzuführen, zu untersagen bzw. konkret zu verhindern. Am Abend hat die Polizei gegen 21 Uhr das Camp am Gehlenpark räumen lassen und auch die Spontandemonstration, die sich danach entwickelt hat, auseinandergetrieben, zerschlagen, hat dort gegen 50 bis 100 Demonstrierende Wasserwerfer vorgefahren, Räumpanzer und ordentlich Pfefferspray und Schlagstock eingesetzt. Im antikapitalistischen Protestcamp Entenwerder, was schon am Montagabend versucht wurde aufzubauen und wo die Polizei da schon gezeigt hat, dass sie nicht sehr viel vom Versammlungsrecht hält, wurde heute abgebaut. Und zwar als politisches Statement, nachdem wiederholt die Polizei keine Anwälte und Versorgungsmöglichkeiten dorthin gelassen hat. Und es wurde gesagt, dass man aus dem Freiluftgefängnis ausbrechen möchte und dafür die verschiedenen Plätze der Stadt flutet. Außerdem gibt es auch schon die ersten Reaktionen dazu. Und zwar hat das Schauspielhaus Schlafplätze bereitgestellt, wo die Demonstrantinnen und Demonstranten übernachten können. Und die Polizei ist dort gestern Abend gegen 22 Uhr angerückt, wurde nicht reingelassen und musste dann 50 Minuten später unverrichtete Dinge abziehen. Letzt noch zur Corner-Aktion im Karoviertel und am Grünen Jäger. Da ist es so, dass gecornert wird. Das heißt in Hamburg, dass man zusammenkommt und einfach ein Bierchen an der Corner, an der Ecke also trinkt. Und das wurde auch massenhaft gemacht. Das fand die Polizei gar nicht toll und ist dort ziemlich gewaltsam vorgegangen gegen die cornernden Menschen und hat dort diese Zusammenkünfte ebenfalls aufgelöst.